Heute bei Bitte melde dich. Linda ist auf der Suche nach ihrem Vater, den sie nie richtig kennenlernen durfte. Gäbe es etwas, was er von dir wissen sollte? Dass ich eigentlich nie aufgehört habe, an ihn zu denken. Dass er eigentlich immer einen Platz in meinem Herzen hat. Immer. Meine Suche führt mich quer durch die USA. Hallo, ich bin die Anka. Ich bin Julia. Julia, ich kenne dich. Du bist von Bitte melde dich. Da sehe ich auch schon Bikes. Alice Jones. Sagt euch der Name irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Alice Jones. I have no idea. Den kenne ich nicht. Kennen Sie ihn vielleicht? Nein. Ich bin jetzt eigentlich wieder quasi bei Null mit meiner Suche. Ich bin die Linda, bin 36 Jahre alt. Ich bin seit 4 Jahren glücklich verheiratet und habe einen 4-jährigen Sohn. Und vor 3 Monaten ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Ich suche meinen leiblichen Vater, den ich leider nie persönlich kennengelernt habe. Ich weiß nicht viel über meinen Vater. Ich weiß nur, dass er Alice Jones oder Johnson hieß, dass er in Fürth als Berufssoldat gearbeitet hat und aus Missouri stammt. Lindas Eltern lernen sich Mitte der 80er Jahre in Nürnberg kennen. Ihre Mutter hat bereits eine 1-jährige Tochter namens Sandy. Und kurze Zeit später wird sie mit Linda schwanger. Linda kommt im Dezember 1986 zur Welt. Doch ihr Vater wird bald darauf in die USA zurückbeordert. Mein Vater ist zurück in die USA gegangen. Ob nach Missouri oder woanders, das weiß ich nicht. Bevor er gegangen ist, wollte er mich und meine Schwester und sie mit nach Amerika mitnehmen. Aber es ist nicht zustande gekommen, weil seine Mutter nicht wollte, dass er mit einer weißen Frau zusammen ist. Lindas Mutter zieht die beiden Mädchen zunächst alleine groß. Doch leider ist sie mit der Aufgabe überfordert, mit entsprechenden Folgen. Wir sind von meiner leiblichen Mutter weggekommen und sind in eine Pflegefamilie gekommen und sind dann dort aufgewachsen. Ein paar Jahre später sind wir dann hierher ins Kinderdorf gekommen, weil uns in der Pflegefamilie uns dort nicht gut ging. Hallo Mama. Oh, schön, dass du da bist. Komm rein. Mein Name ist Rosemarie Rettig. Ich bin 64 Jahre alt und war Kinderdorfmutter in Oberbergen. Die Linda kenne ich, seitdem sie 3,5 ist. Kam als ganz kleines, verschüchtertes Mädchen zu mir. Zum Glück zusammen mit ihrer 1 Jahr älteren Schwester Sandy. Und ja, ein ganz, ganz kleines Pflänzchen. Die Rosemarie ist für mich meine Mama, mein Ein und Alles. Eine tolle Frau mit ganz viel Herz. Sie hat mich hier Trost gezogen. Wir sind hier in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Ich habe hier gewohnt, bis ich 18 Jahre alt war. Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich meine Kindheit erlebt mit meiner Schwester und hatte eine schöne Zeit. Die Linda war ein ganz verängstigtes kleines Kind. Die hat hier gelernt, Nein zu sagen. Hier hat sie gelernt, auf beiden Beinen zu stehen und sich durchzusetzen und ja, zu leben. Liebe hat sie hier gelernt. Und da hattest du noch schon die Brille, gell? Mhm. Wilhelmshaven, ja, ja. Da war mit 2. Ja. Oh, schön. Weißt du noch? Das hat dir so gut getan am Meer. Aber es hat dich erst eine Überwindung gekostet, überhaupt reinzugehen. Und nachher warst du ganz begeistert. Sieht mir an deiner dreckigen Jacke hier. Also ich bin hier mit viel Liebe aufgezogen worden. Wir hatten eine tolle Zeit. Sie hat mir alle Dinge ermöglicht, was ich Kinder noch wünschen kann. Ja. Ich hatte ein sehr gutes Leben. Auch wenn Linda im SOS-Kinderdorf ein neues Zuhause findet und viel Liebe erfährt, die Sehnsucht nach ihrem Vater bleibt ungebrochen. Mir ist sehr wichtig, meinen Papa zu finden, weil ich auch wissen will, wo ich herkomme, wo der Ursprung ist. Ich würde gerne wissen, wie es ihm geht, ob er selber Familie hat, ob er weiß von mir oder ob er mich vergessen hat. So hat sich das eigentlich ihr ganzes Leben durchgezogen, dass Linda immer die Frage nach ihrem Papa gestellt hat. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden, wird ankommen und Lieder singen. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden, wird tanzen über den Ding. Ich habe ihn nie vergessen.
Es würde mein Leben sehr bereichern, wenn ich ihn finden würde. Ich würde meinem Papa gerne sagen, dass ich ihn liebe und dass er immer einen Platz in meinem Herzen hat. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden. Will ankommen und Lieder singen. Will nicht mehr suchen, will nur noch finden. Will tanzen über den Dingen. Ich möchte Linda unbedingt helfen und fliege nach Hinesville, Georgia in die USA. Ich konnte schon vorab herausfinden, dass Lindas Vater Alice Jones heißen muss und nicht Johnson. Leider gibt es in den gesamten USA über 200 registrierte Personen mit diesem Namen. Die Liste habe ich bereits ausgedruckt. Eine weitere Spur führt mich zur Militärbasis Fort Stewart. Aus dem zentralen Register der US Army habe ich im Vorfeld einige Informationen zu Lindas Vater bekommen. Deswegen bin ich hier. Der einzige Mann, der in Frage kommt, ist ein Alice Jones. Denn der war zum mir bekannten Zeitpunkt in Deutschland stationiert und er stammt aus Missouri. Neu ist, dass Alice Jones zum Ende seiner Militärzeit in Fort Stewart, hier hinter mir, stationiert war. Was ich allerdings nicht weiß, ist, was er im Anschluss, also nach dem Militär, eigentlich gemacht hat. Um das herauszufinden, habe ich einen Termin mit Kevin Larson. Der Pressesprecher von Fort Stewart hat sich bereit erklärt, mir bei meiner Suche zu helfen. Hi! Excuse me. Entschuldigung, mein Name ist Julia Leischig. Ich habe einen Termin mit Kevin Larson. Verstehe. Ich sage ihm Bescheid. Okay, soll ich hier warten? Ja, bitte. Dankeschön. Gern geschehen. Oh, die sind ja relativ locker hier. Thanks. Da kommt er, glaube ich. Hi, are you Kevin? Sind Sie Kevin? Hallo, ich bin Julia. Schön, Sie zu treffen. Wir können ruhig Deutsch sprechen. Nein. Doch. Ach, auch nur perfektes Deutsch. Ja, meine Mutter ist Deutsch, darum. Das wusste ich nicht. Ja, toll, super. Ja, schön. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bitte. Ja, ein bisschen, sagen wir du? Ist das okay? Ja, ruhig. Ruhig duzen, ja. Ich hatte dir ja geschrieben, dass ich auf der Suche nach Alice Jones bin. Ja. Und jetzt habe ich die Hoffnung, ob ihr hier vielleicht noch weiterhelfen könnt, was danach passiert ist, nach der Militärzeit oder alles, was mir weiterhilft. Ja, wir können mal nachgucken, was ich habe, was ich auf dem Computer habe. Und Sie können mich ruhig folgen und super. Ein bisschen Abstand halten wegen der Datenschutz und so. Die aber Kamera? Die Kamera, richtig. Kameraabstand. Okay, ja, Kamera alles Abstand, klar. Aber ja. Alles klar, dann kommen gehen Sie wir mit einfach. Rein? Super. Ja, kommen ja. Sie mit rein. Oh. Perfekt. Sehen Sie gleich. Ich suche Alice Jones. Alice Jones. Den kenne ich nicht. Ich war mir so sicher, dass ich hier richtig bin. Kevin ist sehr hilfsbereit und durchforstet mit mir sämtliche Archive und Datenbanken. Alice war tatsächlich hier stationiert und ist 1990 aus dem Militär ausgeschieden. Aber was ist dann aus ihm geworden? Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ja, leider konnte mir Kevin nur bestätigen, was ich ehrlich gesagt sowieso schon wusste. Und ich weiß immer noch nicht, was aus Alice Jones nach seiner Militärzeit geworden ist. Aber wir haben uns jetzt so gut und lange unterhalten und er hat so viel erzählt, dass mir durch dieses Gespräch eine neue Idee in den Sinn gekommen ist, wie ich jetzt weitermachen werde. Kevin gab mir unter anderem den Namen eines deutschen Restaurants hier aus der Gegend, wo man mir vielleicht bei meiner Suche nach Lindas Vater helfen kann. Kevin hat erzählt, dass es in Hinesville ein deutsches Restaurant mit dem Namen Rosengarten gibt. Das wird von einem US-Veteran und seiner deutschen Frau geführt. Und anscheinend ist es ein beliebter Treffpunkt von ehemaligen Soldaten, die in Deutschland stationiert waren. Das klingt sehr interessant für mich und deswegen fahre ich da jetzt mal hin. Übrigens scheine ich nicht die einzige Person zu sein, die ein vermisstes Familienmitglied sucht. Ach, guck mal, $4,000, wenn man die Katze findet. Könnte man auch mitsuchen. Doch natürlich hat die Suche nach Lindas Vater absolute Priorität. Zum Glück liegt das Restaurant zum Rosenhof gleich um die Ecke. So, da ist es. Da
Das ist ja wohl nicht zu verfehlen, ne? Zum Rosenhof. Aus Deutschland. Ich würde gerne mit dem Inhaber sprechen. Einen Moment bitte. Danke. Du bist mit guten Abend begrüßt. Hallo. Hallo. Oh, das hört sich ja sehr deutsch an. Ja, ich bin deutsch. Hallo. Hallo, ich bin die Anka. Ich bin Julia. Julia, ich kenne dich. Du bist von Bitte melde dich. Wir schauen die Show immer, dich endlich mal kennenzulernen. Hier bin ich. Ja. Und genau so ein Grund bin ich auch hier, weil ich eben jemanden suche, weißt du? Einem ehemaligen GI. Okay. Und ich habe gehört, ich war in der Militärbasis, ich habe gehört, dass hier so ein Treffpunkt ist für ehemalige Soldaten auch. Vielleicht kennt ihr den hier oder so. Der Name ist Alice Jones. Ehemaliger US-Soldat. Du kennst bestimmt viele Leute. Ich kenne viele Leute, ja, sehr viele Leute. Aber Alice Jones sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Sagt dir gar nichts. Aber wenn du willst, ich kann meinen Mann fragen. Ist der denn hier oder kannst du ihn anrufen? Super, könntest du ihn holen? Ja, natürlich. Darf ich mich umgucken? Ja, guck dich mal. Ich bin fasziniert. Danke. Guck mal hier. Schwarzwälder Kirsche. Käsekuchen. Apfelkuchen. Die Deutschen. Richtig. Oh, ah, Sie genießen gerade die deutsche Küche. Ja, genau. Und mögen Sie es? Oh ja, es ist fast so gut wie das Bier. It's as good as the beer. Prost! Da kommt das ist mein Mann, der Hi. David. Hi, hallo David, schön Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Julia aus Deutschland. Ihre Frau sagte mir, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich suche einen ehemaligen Soldaten namens Alice Jones. Alice Jones. Sagt Ihnen der Name was? Nein, tut mir leid. No. I've some information. Ich habe hier ein paar Infos über seine Dienstentlassung. Er muss jetzt Mitte 50 sein und war 1986 in Deutschland stationiert. Verstehe. Ich kenne hier viele Leute. Ich kann mich mal umhören. Okay. Ich war dort auch einige Jahre stationiert. Wir sind eine große Gemeinschaft. Vielleicht finde ich jemanden, der was über ihn weiß. Okay, so people are in. Ihr seid also gut vernetzt? Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wie eine Bruderschaft. Yeah, I see. Ah, verstehe. Darf ich Ihnen meinen Kontakt da lassen und Sie melden sich, wenn Sie was hören? Klar, ich höre mich mal um. Super, dann tauschen wir eben. Make a change like this. Okay, thank you so much. Vielen lieben Dank. Gleichfalls. Yes, we do. Thank you. Vielen Dank, David. Gern geschehen. Tschüss. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, also die waren ja aufgeschlossen und lustig und vor allem sehr hilfsbereit. Jetzt kann ich wirklich nur hoffen, dass David über sein Netzwerk da irgendwie weiterhelfen kann. Und ich muss mir überlegen, wie ich morgen weitermache. Am selben Abend im Hotel. Ich sehe, dass jemand mit einer amerikanischen Nummer versucht hat, mich zu erreichen. Ich rufe gleich zurück. Mit etwas Glück haben die Bemühungen von Anka und David bereits Früchte getragen. Hallo. Hallo, mein Name ist Julia. Sie haben mich angerufen. Ich habe Ihre Nummer im Display. Ja, das war ich. Hallo, mein Name ist Bob. Hi, Bob. Bob ist ein Bekannter von Anka und David. Er erzählt mir, dass er einen Alice Jones kannte, der Mitte der 80er Jahre in Deutschland stationiert war. Er hat zwar keinen Kontakt mehr zu ihm, aber einen interessanten Hinweis für mich. Er hat in den 90ern in Savannah gelebt. Ja, genau. Außerdem erfahre ich, dass Alice Mitglied eines Motorradclubs in Savannah war. Aber an den genauen Namen kann sich Bob leider nicht erinnern. Soul? Irgendwas mit Soul, ich weiß nicht genau. Like vielleicht Soulmates oder... Ich weiß es wirklich nicht. Okay, but Soul is... Aber Soul ist sicher. Ganz bestimmt. Okay. Yes, I will. Das recherchiere ich mal. Vielleicht finde ich was raus. Ich hoffe, Sie finden ihn. Okay, yes. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Bye-bye. Gut, er kennt Alice, aber er hat ihn aus den Augen verloren. Ich gucke jetzt mal, was ich mit den Informationen von ihm anfangen kann. Denn ich habe ja noch die Liste mit den 200 Alice Jones. Step by step. Zum Glück ist die nach Bundesstaaten sortiert. Er soll in den 90er Jahren in Savannah gelebt haben. Jetzt gucke ich mal hier auf meiner schlauen Liste. Da, Georgia. Das ist aber nicht Savannah. Nicht. Hier. Da.
Es gibt einen Alice Jones in Savannah, Georgia. Schritt für Schritt geht's voran. Vielleicht ist das jetzt wirklich der letzte Schritt. Aber das versuche ich morgen. Für heute ist genug. Der nächste Tag. Ich habe mich schon früh auf den Weg nach Savannah gemacht. Die Metropole liegt circa eine Autostunde entfernt von Hinesville und diente bereits als Kulisse für viele bekannte Filme. Romantisch ausgedrückt ist es hier wie am Set von Vom Winde verweht. Und unromantisch ausgedrückt sind es eigentlich Parasitenpflanzen, die von den Bäumen wachsen. Laut Alice' ehemaligem Freund Bob soll er in den 90er Jahren hier gelebt haben. Da unter der Stadt Savannah und unter dem Namen Alice Jones nur eine Adresse auf meiner Liste verzeichnet ist, werde ich mein Glück dort versuchen. Immer wieder meine Hoffnung, dass einmal eine alte Adresse einfach stimmt. Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin aus Deutschland und brauche Hilfe. Ich suche eine vermisste Person namens Alice Jones. Kennen Sie ihn? Er hat mal in diesem Haus gewohnt. Nein. Nein? Das muss aber schon lange her sein. Ich kenne niemanden mit dem Namen. Okay, thank you. Es wäre auch zu schön gewesen. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf und höre mich in der Nachbarschaft um. Entschuldigen Sie, ich komme aus Deutschland. Ich suche einen Alice Jones hier aus der Nachbarschaft. Kennen Sie ihn? Alice Jones? No. Nein, tut mir leid. Okay. Alice Jones? We don't have one. Der wohnt hier nicht. Okay. Bye-bye. Hä? Wieso geht die Schranke nicht runter? Da kommt doch der Zug. So. Ah, jetzt. Könnte länger dauern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Zug. Well, that long black train got my baby head gone. Well, it took my baby. Nach einer halben Ewigkeit und gefühlt 120 Waggons später kann ich endlich meine Suche fortsetzen. Hi. Hallo, ich brauche Hilfe. Sind Sie aus der Gegend? Ja. I'm looking for Alice Jones. Kennen Sie einen Alice Jones, einen älteren Herrn? Das weiß ich nicht. Okay. I'm from Germany and his daughter. Seine Tochter sucht ihn, deshalb frage ich. Verstehe. Das ist gar nicht so leicht. Okay, thank you. Sorry. Bye. Wer bist du denn? Ne? Ach, Schätzelein, was haben sie denn mit dir gemacht? Hattest du einen Unfall? Oh. Oh. Okay, du sonstig und ich frag weiter rum, okay? Schönen Tag. Die Anwohner hier sind wirklich sehr hilfsbereit. Doch niemand in der Nachbarschaft kennt einen Alice Jones oder kann sich auch nur an seinen Namen erinnern. Alice Jones? Mm-hmm. No. No. Excuse me, sir. I'm from Germany. Entschuldigung, ich komme aus Deutschland und brauche Hilfe. Ich suche eine vermisste Person. Vermisst? Ja, also ich versuche, eine Tochter mit ihrem Vater wieder zusammenzuführen. Sein Name ist Alice Jones. His name is Alice Jones. Alice Jones? Have you ever heard the name? Kennen Sie ihn? Er ist Mitte 50. Er soll hier leben? Ja. Fragen Sie mal die Frau dort. Sie lebt hier seit den 70er Jahren. Ja? Glauben Sie, sie spricht mit mir? Ja. Soll ich mal klingeln? Should I go ring the bell? Ja. Okay, ich versuche. Fragen Sie sie ruhig. Okay, I try. Okay. Hi,
Hi. Hallo, Entschuldigung. Der Herr dort sagte mir, dass Sie schon sehr lange hier wohnen. Ich brauche Hilfe. Ich komme aus Deutschland. Ich suche einen Alice Jones. Kennen Sie ihn vielleicht? Nein. Nein? Hier aus dem Viertel? Ich kenne ihn nicht. No. And do you live here? Wohnen Sie schon lange hier? Ich wohne hier seit 1977. Wow. Sie kennen also Ihre Nachbarn? Ja. Ich verstehe. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Alles Gute für Sie. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Aber es war sehr freundlich von Ihnen. Und darauf kommt es ja an. Thanks. Bye. Ja, ich denke, hier weiter rumzufragen bringt leider nichts. Aber der Mann am Telefon hat ja noch was von einem Motorradclub erwähnt. Ich denke, da werde ich mal mein Glück versuchen. Ihr seid gespannt, wie es bei Bitte melde dich weitergeht? Dann einfach hier klicken und bei Join direkt die ganze Folge gucken.